Hey und willkommen zu diesem neuen Video hier bei Jonas. Nachdem wir in einem der letzten Videos mit meinem Opel Corsa E hier nach Obertshausen zu Maingau Energie gefahren sind, ist es heute soweit und ich nehme den ID3 für euch mit für 2 Wochen den ausführlichen Test, werde den dann als meinen Daily Driver sozusagen im Alltag nutzen und mit dem unterwegs sein. Nachdem ich euch den ID4 schon hier auf dem Kanal zeigen konnte, wird das dann der Alltags- und Langstreckentest zum VW ID3. Kilometer später steht er jetzt hier und wir sehen ihn uns gemeinsam an. Und ich finde, diese gelbe Farbe steht ihm irgendwie ganz gut. Denn in Verbindung mit dem schwarzen Dach gibt es irgendwie so eine gewisse Sportlichkeit, obwohl der sehr, sehr knuffig daherkommt. Ich finde vor allem unten, wenn er nicht diese Höchstausstattungsscheinwerfer hat, hat er so ein niedliches Gesicht. Die Details gibt es aber jetzt. Das neue Gesicht von VW zeigt sich im ID3 natürlich am stärksten. Sowohl vorn mit dem angedeuteten durchgezogenen Leuchtenband, als auch hinten mit der deutlich sportlicheren Anmutung der Heckscheibe, die in ein schwarzes Element weiter nach unten gezogen wird, und dem Dachkantenspoiler, der das Fahrzeug einfach noch mal ein wenig in die Länge, aber auch nach unten drücken soll. Gerade von der Seite gefällt mir die Ansicht sehr, obwohl ich diese geschwungene Linie persönlich nicht allzu sehr mag. Innen tut sich natürlich auch viel, während wir im vorderen Bereich 2 große Displays haben. Zum einen in der Mitte ein 13 Zoll Touchscreen mit optionalem Navi-Paket. Und einem kleinen Display haben wir in der Mittelkonsole genügend Platz, um zum Beispiel den Snacker oder auch vorne Ladekarten zu verstauen. Das gefällt mir immer sehr gut, wenn dann E-Auto-Hersteller an sowas denken. Die Mittelarmlehnen sind nicht unbedingt das Schönste, auch wenn sie ziemlich praktisch sind, weil man sie einfach wegnehmen kann. Dadurch, dass der ID3 aber ein klein bisschen kleiner ist als der ID4, kommt man dadurch schwieriger in die Mittelkonsole. Natürlich, der Elefant im Raum ist das kleine Display hinter dem Lenkrad. Und was soll ich sagen, ich finde es auch persönlich immer noch nicht das Schönste. Da hätte man einfach mehr machen können und gerade da diese Ausstattung hier kein Head-Up-Display hat, merkt man das stark. Rechts daneben ist der Gangwahlhebel, der mir jetzt nach den 2 Wochen ID3 und 10 Tagen ID4 mega gut gefällt. Denn er ist einfach an einer coolen Position, dazu aber später nochmal. Jetzt noch zu den Lampen, die sind hier mit normalem LED-Licht, nicht mit Matrix, und auch das Band in der Mitte ist nur weiß angedeutet. Nur in den höheren Ausstattungen leuchtet das dann mit und gibt dem ID3 sein eigentliches Gesicht. Die Lampen an sich sind okay, auch wenn ich die Ausleuchtung nicht perfekt empfinde, da sie vor dem Fahrzeug einen zu großen Bereich ausleuchtet und in der Ferne ein bisschen schwammig daherkommt. Im Innenraum lässt es sich aber auch sehr gut fahren bei Nacht, denn es ist ein wunderschönes Ambiente. Mir fehlt nur ein bisschen die Beleuchtung der Mittelkonsole, ansonsten habt ihr hier sämtliche Spielereien. Das kennen wir bereits aus dem ID4, diesen Satz werde ich hier öfter sagen. Ihr habt hier die Möglichkeit, entweder 2 verschiedene Farben zu wählen oder das Fahrzeug in einer Farbe erstrahlen zu lassen. Dann färbt sich zum einen die Türtafel und die i-Tafel in verschiedenen Farben. Einziges Manko daran, die Hauptfarbe, also die obere, die ihr wählt, passt sich auch im ganzen Betriebssystem an. Das kann gut und schlecht sein. Ich persönlich mag ein pinkes Licht im Ambientlicht, aber nicht im System. Von der Größe und Gefälligkeit hat er auf jeden Fall das Potenzial, der Golf-Nachfolger zu werden. Ob er es von den Fahreigenschaften auch ist, sehen wir uns jetzt hier im Fahreindruck an. Rein von den Proportionen hat mich das Fahrzeug mehr an den Nissan Leaf als an den aktuellen Golf erinnert. Das liegt daran, dass das Modell für seine Größe, also für seine Klasse, ein Ticken zu groß ist. Das merkt man im Alltag, vor allem der Innenraum ist deutlich größer, aber auch vom Fahren ist es einfach ein anderes Fahrgefühl. Sowohl der lange Radstand als auch natürlich das neu gedachte Interieur tun dabei ihr Übriges. Ihr habt alle wesentlichen Informationen auf dem Fahrer-Infodisplay, was direkt auf der Lenksäule angebracht ist.
Wenn es dann mehr sein soll, habt ihr in der Mitte diesen schönen großen Touchscreen. An der Stelle sei gesagt, wir haben hier die erste Software verbaut. Da gibt es bereits ein Update und wenn ihr sehen wollt, wie das Ganze in flüssig und mit Routenplanung in der Navigation aussieht, dann schaut gerne in dem ID4 Video vorbei. Das verlinke ich euch mal hier oben. Themen wie Wischgesten und so weiter haben hier semi-gut funktioniert und auch das System insgesamt war eher ein bisschen langsam. Ich hatte außerdem das Problem, dass meine Windschutzscheibe dauerhaft belaufen ist und die Vortemperierung hat hier auch nicht funktioniert. Also es gab viele kleine Bugs, teilweise ist hinten das Licht einfach nochmal angegangen und dann wieder aus. Es waren so viele Kleinigkeiten in den Themen, wo VW aber mittlerweile nachgebessert hat. Trotzdem ist es schade, dass so ein Fahrzeug hier ursprünglich an die Kunden ging, denn es macht Spaß und ich finde auch dieses Bedienkonzept ziemlich cool. Man hat immer alles im Blick, man hat eine sehr gute Rundumsicht, bis auf die A-Säule. Die ist einen Ticken zu groß, auch wenn da ein schön großes Fenster integriert wurde. Aber ihr seht immer, wo ihr hinfahrt. Die Windschutzscheibe ist zugegebenermaßen ein bisschen sehr stark geneigt. Dadurch habt ihr zum einen eine sehr, sehr große Fläche, zum anderen aber auch eine gute Sicht nach außen. Das Mitteldisplay ist leicht zum Fahrer geneigt, lässt sich dadurch sehr gut bedienen und durch die Touchbuttons darunter, ja, da findet man sich auch rein. Einziges Problem immer noch bei Nacht, das Teil ist nicht beleuchtet, man findet sich da nicht so gut zurecht. Kleinigkeiten, wie beispielsweise das Doppeltippen, um die Sitzheizung an- und auszuschalten, finde ich aber nett gemacht und es macht im Alltag dann doch wieder Freude. Also das sind einfach so ein paar kleine Innovationen, die da drin stecken und wenn die Software dann final ist, dann funktioniert es auch. Was auch sehr gut funktioniert, ist der Travel Assist. Der ist hier aber nicht verbaut, sondern wir haben hier nur ein ACC und eine Spurhaltefunktion, aber keine aktive wie den Lane Assist. Das Ganze funktioniert aber mega gut und gerade auch die Adaptive Cruise Control, also ACC, denn es nimmt sogar Kurven und Geschwindigkeiten mit hinein und lässt euch sogar in Kreisverkehren die Geschwindigkeit nach unten fahren, sodass ihr diesen entspannt passieren könnt. Das ist im Alltag natürlich sehr, sehr angenehm. Das Ganze wird dann über das Fahrer-Info-Display vermittelt, was meiner Meinung nach immer noch mehr Inhalt bieten könnte und einfach größer sein dürfte. Allein die Tatsache, dass die Gänge zweimal abgebildet sind, einmal neben dem Display und einmal direkt auf dem Schaltknauf, wenn wir ihn den dann so nennen können. Das ist einfach ein bisschen schade. Es ist aber insgesamt clever durchdacht. Ihr habt diese drei verschiedenen Modi, durch die ihr wischen könnt und damit kommt ihr auf jeden Fall gut durch den Alltag. Das Fahrzeug liegt auch perfekt auf der Straße. Ich fand es nie zu schwammig oder zu sportlich abgestimmt. Es ist einfach so ein klassisches VW Golf Feeling und das hat VW hier gut elektrisch umgesetzt und mit 204 PS ist das Fahrzeug auch nicht untermotorisiert, sondern macht in vielen Momenten sogar viel Spaß. Nach dem Fahrintro kommen wir jetzt natürlich zum Laden und da kann der VW ID.3 in der besten Ausstattung mit bis zu 100 kW laden. Das schafft er dann bei so 10-30%. Danach fällt es auf 70 kW runter, also ihr ladet dann langsamer und ganz am Ende dann droppt das nochmal so ein bisschen nach unten. Wenn ihr aber die Einstiegsvariante nehmt, dann werdet ihr hier nur mit ungefähr 50 kW laden können. Das ist natürlich nicht so, wie man das gern hätte und deswegen lohnt es sich in jeder Ausstattung die höhere Ladegeschwindigkeit zu nehmen, um dann wie hier beispielsweise in so 30 Minuten von 20-80% zu sein. Ich bin für euch in den Langstreckentest gegangen, den verlinke ich euch mal da oben, denn ähnlich wie beim ID.4 habe ich den einmal mit 140 km/h und einmal mit 120 km/h auf der Langstrecke getestet. Und als kleines Schmankerl für euch, die ihr hier das Video seht, Spoilerwarnung, ich habe mit beiden Fahrvarianten keine 250 Kilometer geschafft. Schaut euch das gerne mal an, wenn euch das ausführlich interessiert. Ich fand es mega spannend, das Ganze zu testen, deswegen bin ich für euch auch mit dem auf Langstrecke gegangen. Wir testen aber natürlich nicht nur das Langstreckeladen hier an der Ionity oder an allen anderen Schnellladesäulen, sondern auch innerstädtisch. Und da könnt ihr wie hier beispielsweise gerade in Eichstätt das Fahrzeug dann mit bis zu 11 kW laden. Es gibt aber auch die neue Grundausstattung, da könnt ihr nur mit 7 kW einphasig laden. Das bedeutet für euch, anstatt von ca. 5-6 Stunden braucht ihr dann 7-8 Stunden, dass das Auto innerstädtisch als sogenannter Laternenparker voll ist. Laternenparker bedeutet, ihr schließt das Fahrzeug wie hier an irgendeiner Wallbox an, nehmt eure Maingau-Karte, schaltet die frei und könnt dann darüber laden. Wir nutzen jetzt aber die Zeit, während wir hier ein bisschen Strom tanken und schauen uns mal die Punkte an, die wir noch ein bisschen vernachlässigt haben, die Rücksitze und den Kofferraum.
Natürlich ist der ID.3 nicht ganz so groß wie ein ID.4, aber der ist echt ein Raumwunder. Der ist deutlich größer von den Innenabmessungen als ein vergleichbarer Golf. Und es gibt ja viele Familien, die so einen Golf nutzen. Dazu kommt, dass ihr hier unwahrscheinlich viel Platz habt, um Dinge zu verstauen. Ich habe letztens hier eine ganze Tischplatte und einen Fernseher transportieren können, nur weil unten kein Kardantunnel ist. Das heißt, einfach flach durchreichen und ihr habt hier so viel Platz und Freiheit, um gut und angenehm mit locker 5 Personen reisen zu können. 5 Personen aber nur, wenn ihr den kleinen oder mittleren Akku nehmt. Bei der 77 Kilowattstunden Batterie ist das Auto leider schon zu schwer und da darf hier keine 5. Person mehr rein. Das gleiche haben wir dann auch im Kofferraum, denn der ist wirklich erstaunlich groß. Ich habe jetzt hier beispielsweise meinen ganzen Kamerakoffer, also das sämtliches Kamera-Equipment drin, Jacken, noch einen Rucksack, das Kabel passt hier rein und ihr habt hier unten auch noch die Möglichkeit, das Kabel weiter nach unten zu stecken. Ich finde das von der Raumangebot, vom Platz, was man hier einfach geboten bekommt, sehr, sehr ausreichend und in den höheren Ausstattungsvarianten gibt es dann sogar noch einen doppelten Ladeboden, sodass ihr hier fast eben einladen könnt und wenn ihr vorne das umklappt, dann eine ebene Fläche habt. Nach dem Laden kommt das wohl wichtigste Thema von E-Autos, die Reichweite. Ich habe dazu ein extra Video, einen Langstreckentest gemacht, um euch das zu zeigen. Es sei aber so viel gesagt, wie auch vorne in dem Spoiler, ungefähr 200 Kilometer bei eisigen Temperaturen mit 120 km/h. Mittlerweile ist das Wetter wieder besser und ich würde mich fast aus dem Fenster neigen, dass man sagen kann, man schafft knapp 300 Kilometer bei 120 km/h und das ist dann schon wieder fast vernünftig. Wir haben ja hier die mittlere Batteriegröße, bei der größeren werdet ihr auf jeden Fall weiterkommen und die kleinere ist dann eher für die Stadt gedacht, aber auf der Autobahn schlägt er sich dank den vorhin angezeigten Assistenzsystemen sehr, sehr gut und macht einfach Spaß. Nach 2 Wochen mit dem ID.3 kann ich sagen, dass er mir richtig, richtig viel Spaß gemacht hat. Es ist ein Fahrzeug, was auf jeden Fall ein Golf-Nachfolger ist und somit sich auch den Namen ID.3 verdient hat. Also quasi nach dem Käfer damals und dem Golf das 3. Fahrzeug, was den VW-Konzern in irgendeine gewisse Richtung trimmen soll, und zwar die Richtung der E-Mobilität. Mittlerweile haben wir 3 verschiedene Varianten. Ich konnte für euch jetzt hier die mittlere testen und muss euch sagen, dass es eben, wie gesagt, auf Langstrecke nicht das Fahrzeug ist, was ihr vielleicht erhofft hattet, dass ihr damit jetzt so 250, 300 Kilometer kommt, sondern es ist einfach ein Fahrzeug, mit dem ihr wahrscheinlich eher dann doch im urbanen Bereich unterwegs seid und auf Langstrecken dann von der hohen Ladegeschwindigkeit des Fahrzeugs profitieren könnt. So ungefähr könnten wir es abschließen. Natürlich hat diesen Test ein Stück weit die erste Software-Variante getrübt, das muss man so sagen und das ist auch nur ganz ehrlich von mir, denn einige Funktionen hat VW nachgebessert, das konnte ich euch bei dem ID.4 zeigen. Die sind einfach besser geworden, die Software bekommt das Fahrzeug hier beispielsweise auch noch, wenn VW dann irgendwann bei Maingau klingelt und fragt, ob die das dann mal installieren wollen. Für mich war es aber trotzdem mega interessant, diese Art Prototypen-Variante des ID.3 zu sehen, zu testen und zu erfahren, wie es so ist. Ich denke, wenn das Fahrzeug eine finale Software bekommt, dann ist es ein richtig geniales E-Auto und mir hat es richtig viel Freude bereitet. Es ist aktuell noch nicht dessen gerecht, was es vielleicht sein könnte, aber VW liefert nach, das wissen wir und davon gehe ich auch aus. Ich hoffe, das Fahrzeug dann irgendwann nochmal in der finalen Variante für euch zu testen, um euch zu zeigen, was sich vielleicht geändert hat. Von mir war es das jetzt aber zu diesem Alltagstest zum VW ID.3. Schreibt mir in die Kommentare, ob es was für euch ist oder ob eher ein anderes Auto eine Alternative sein könnte. Ich habe ja zum Beispiel auch damals geschaut, ob es nicht ein Model 3 zum Beispiel wäre, was eine gute Alternative ist, den der hier ja doch ein Stück weit angreifen soll. Von mir war es das. Ich hoffe, dass ihr einen guten Eindruck bekommen konntet von mir in diesem Video. Und dann sehen wir uns schon bei einem der nächsten Videos wieder, wenn ihr abonniert habt. Bis dahin, ciao.